Jo Leute, was geht? Kein Apps am Start, Leute. Heute wieder zu FIFA Mobile. Sie werden heute Teams bewerten. Ich werde auf jeden Fall heute Teams bewerten. Nämlich heute 3 oder 4 oder 5 Teams. Und zwar FIFA Mobile Korea sowie FIFA Mobile China Teams. genau. Ich hätte hier eigentlich als Hintergrund FIFA Mobile Korea anmachen sollen, aber ist mir jetzt gerade eingefallen. Gut, ich würde sagen, wir fangen an mit den Grüßlingen, meine lieben Freunde. Als erstes heute die... muss husten. Uiuiui. Als erstes ist die Bärbel Hohmann. Ich wurde noch nie gegrüßt oder ich wurde wieder nicht gegrüßt. PS, kannst du dich grüßen? Sei gegrüßt, Bärbel. Ja, so kann man auch... Also heute bist du auf jeden Fall dran, ne? Ich habe auch schon in den letzten Tagen schon gesehen, dich, Bärbel. Genau, auf jeden Fall ist hier der nächste Jaden Sanders. Hi Sky, ich würde mich freuen, wenn ich im Video komme. Was hältst du von Sabitzer? Kannst du mich grüßen? Bist der Beste mit Dennis. Also, was ich von Sabitzer halte? Bester Mann, Leute. Auf jeden Fall wirklich gutes Werk. Ist einer der besten Spieler von RB Leipzig oder die RB Leipzig zur Verfügung hat. Ist einfach so. Ist einfach so. Punkt. Der hat ja auch in der Champions League getroffen ein paar Mal. Vor allem auch das Spiel gegen Viertelfinale. Also, von daher, was soll ich dazu sagen? Guter Spieler, wirklich sehr, sehr guter Spieler. Gut, Leute, der nächste ist ja auf jeden Fall der Josh R. oder Josh R. Als ob ich war richtig heute früh, Ach so, wieder geiles Video heute. Kannst du mich grüßen? Wenn nicht, dann halt nicht. so, auf jeden Fall grüßt Josh. Genau, auf jeden Fall ist der letzte für heute der Yayu. Kannst du mich grüßen? Yayu, sei gegrüßt. Und ich würde sagen, wir switchen auf Instagram. Denn da werde ich nämlich jetzt die Teams werden, meine Freunde. Also wie gesagt, ein paar FIFA Mobile Korea Teams kommt dran. Und dann auf jeden Fall noch ein paar FIFA Mobile China Teams. Also Leute, auf jeden Fall ist der erste für heute. Muss kurz gucken, kennt ihr ja. Gut, meine lieben Freunde von heute, wir fangen an mit dem ersten Team für heute, nämlich der All About FIFA. Hat mir auf jeden Fall hier ein FIFA Mobile China Team zugeschickt. Leute, auf jeden Fall hat er hier ein 111er Team. Also, ich meine jetzt hier ein FIFA Mobile China. Er hat auf jeden Fall hier Pogba, so wie ich, oder? Er hat Reus auf jeden Fall. Er hat Kimmich, also die Abwehr ist Baba, ne? Das Tor auch. In der Offensive, also Leute, bei FIFA Mobile China ist wirklich, da werden wirklich die 100 Plus Spieler hinterhergeschmissen. Wenn man mal ein 92er-Spieler zieht bei FIFA Korea, da freut man sich ja auch wenigstens, Leute, da. Da ist der Hype richtig groß, wenn man mal ein 92er-Spieler zieht. Aber hier bei China, da werden die 100-Plus-Spieler echt hinterhergeschmissen. Also, das ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen, meine lieben Freunde. Gut, auf jeden Fall 111er Team mit 140er Chemie. Er hat auf jeden Fall noch ein Bayern-Spiel. Wer ist das? Ist, glaube ich, hier Thiago oder... Leute, ich kann das leider nicht erkennen, weil auf meinem kleinen Handy hier, mit dem kleinen Display, ja, ihr seht es ja jetzt hier unten. Gut, also heute wieder natürlich wieder mit Sternebewertung und auf jeden Fall wieder mit Note. Ich würde sagen, Note, ja, für Shiner. Ich habe, glaube ich, das höchste, was ich je gesehen habe bei Shiner, war 555. Also Rang 555, oder quasi, Guess 555, also krank. Genau, nichtsdestotrotz würde ich Ihnen trotzdem eine 3 Plus geben. Eine 3 Plus für den All About FIFA und Sterne gerade 3, also 3 von 5. Ich will sie am Anfang nicht so schlecht bewerten, FIFA Mobile China, weil wir sind ja eigentlich vor kurzem erst umgeschwappt zu FIFA Mobile China, vor allem der Pack Trader. Ich mache ja Korea, von daher alles easy peasy. Also Sterne gerade 3 und 3 Plus für den All About FIFA. So, als nächstes haben wir hier den, ja, den Tom Herrmann. Den Tom Herrmann, er schickt mir hier ein FIFA Mobile Korea Team zu, meinem Freund. Also ein 84er Team. Mit Heung-Min-Son, also er hat auf jeden Fall alles plus 80 plus. Hier mit Davies, also trotz Davies. Abonnen zu Davies. Genau. Wie gesagt, 84er Team. Noch keine Chemie freigeschalten. Ja, gibt es hier eigentlich noch besondere Spieler? Er hat noch einen Varane, er hat noch hier Martinez. Nice Hart auf jeden Fall. Er hat hier ein Benzema der Abwehr. Benzema der Abwehr? Was? Ja, Leute. Auf jeden Fall 84er Team. Ich würde sagen, geben wir einen 4. Eine 4 für den Tom Herrmann. Also, mach dir nichts draus. Ich habe auch erst 80 plus Team für den Tom Herrmann und Sterne Grad 2. Machen wir Sterne Grad 2 für den Tom Herrmann. So. Gut, der nächste ist hier der... Drei Teams kommen noch. Ich werde die aber schnell bewerten. Auf jeden Fall haben wir als nächstes... Wie heißt denn der hier? Ich habe jetzt das Team offen.
aber ich weiß nicht, wie der heißt. Ach, stimmt, der Leroy Selig, das schreibt er auch manchmal oder des Öfteren hier in die Kommentare rein, der Leroy Selig. Genau, auf jeden Fall hat er hier einen 88er Team mit 72er Chemie, hat auf jeden Fall einen 90er Torhüter, Oblak ist das, mit Griezmann, Kane, also das ist auf jeden Fall kein schlechtes Team. Gutes Team auf jeden Fall schon mal. Übrigens, FIFA Mobile Korea. Die koreanische Version von FIFA Mobile. Genau, auf jeden Fall, wie gesagt, noch Heung-min Son, kriegt da jeder. Er hat noch einen Reus, er hat einen Dybala. Uiuiui, also gutes Team. Er hat einen Higuain in der Abwehr. Okay, na gut. Er hat noch Serdar von Schalke 04. Ja, ich würde sagen, 88er Team, geben wir ihm eine 3 Plus. Eine 3 Plus für den Leroy Selig, also gutes Team auf jeden Fall schon mal. Leroy. Genau, und Sternegrad 3. Machen wir einfach mal 3 von 5 Sterne. Sternegrad. Leroy Selig auf jeden Fall sei grüßt. Und ein Team, wie gesagt, 3 Sterne. So, gut, dann ist es hier der. Ich muss schmunzeln. Ja, genau, der Asem. Früherer Klassenkamerad von mir gewesen. Cool, dass du meine Videos guckst. Asem. Ja. Ehrenmann, gut, auf jeden Fall hat er ein 90er Team. Uiuiui, ein 90er Team hat er Asen, meine lieben Freunde. So, auf jeden Fall hier Heung mit Sonner am Start. Ja, wie gesagt, hat der Hater. Er hat noch Haaland. Leute, ich habe auch Haaland sogar gezogen. Ich habe auch Haaland gezogen. Er hat auch einen Serdar. Er hat noch Modric. Er hat noch Hazard, Leute. Er hat Hazard. Er hat noch hier Niklas Süle. Und dann auf jeden Fall noch hier Davies, der zwar links hingehört, aber. Ja, gut. Ist ja nicht so tragisch, wenn man einen linken Abwehrspieler rechts hinstellt oder halt andersrum rechts von links. Ist meiner Meinung nach eigentlich Boogie. Aber trotzdem. So, gut. Also wie gesagt, 90er Team. Mit wie viel Chemie war es? 81er Chemie. Ich würde sagen, geben wir den Asem eine 2 Minus. Eine 2 Minus für den Asem. Und Sternegrad, ja, ich würde 3,5 geben. Aber das... 3,5 würde ich geben, aber wie gesagt, ich mache ja... 15% Akku. Aber wie gesagt, ich mache ja keine halben, deswegen würde ich sagen, geben 3 Sterne. 3 von 5 Sterne für die Nase. Gut. Also wie gesagt, ich habe gerade eben gesagt, ich mache zügig heute. Und das letzte Team, für heute ist von dem... Ich muss kurz gucken, meine E-Mails. Ich muss kurz meine E-Mail durchchecken. Genau, von dem Clash Gamer war es, ne? Von dem Clash Gamer, ja genau. Vom Clash Gamer. Das beste Team von heute in FIFA Mobile Shiner nämlich. Er hat ja ein 116er Team. Mit wie viel Chemie? Mit 140 Chemie. Nice Team auf jeden Fall. Er hat eine Legende. Er hat Paulsen. Auf jeden Fall hat er noch Fernandinho. Er hat noch hier Lukas. N'Golo Kanté, Pogba, Sokratis. Ja, ich habe es ja am Anfang des Videos gesagt, dass die 100 Plus-Spieler in China wirklich hinterhergeschmissen werden. Also ist leider so. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz würde ich ihm trotzdem eine 3 geben, weil halt, wie gesagt, in China ist halt 116 nichts Besonderes. Ne? Eine normale 3, eine glatte 3. Ne? Gleich gehen wir eine normale 3 und Sternegrad machen wir mal auch 3. Also ich würde ihm auch wieder 3,5 geben, aber mache ich ja nicht, deswegen 3 Sterne. Gut, also da habt ihr auf jeden Fall mal den Unterschied auf jeden Fall auch nochmal gesehen zwischen Timo Korea und auf jeden Fall von China. Weil in Korea werden die 100 Spieler definitiv nicht so rausgerückt wie in China. Genau. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder. Heute Packs für das Stream. Heute schreibt der Yassi bestimmt wieder rein. Nicht verschlafen, Walker. Genau. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Hoffentlich kommt heute ein neues Event. Wenn nicht, dann gibt's morgen Korea-Video. Genau. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Skywalker. Even get some cause.